In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Wunderwaffen auf Pekka-Punch 4 bringen könnt, Leute. Dieser Glitch steigert den Schaden eurer Wunderwaffen enorm und ich werde euch gleich auch mal zeigen, wie overpowered die dann sind. Ihr braucht hierfür einen Juggernaut Killstreak und die Waffe, die Wunderwaffe, die ihr halt verbessern wollt, muss im zweiten Slot sein. Ich mache das dann immer so, dass ich nur die Wunderwaffe habe. Und wenn ihr die dann im zweiten Waffenslot habt, Leute, dann nehmt einfach euren Jugger. Jetzt müsst ihr warten, bis der Timer abläuft. Und sobald der Timer abgelaufen ist, seht ihr, eure Strahlenkanone ist grau. Und jetzt könnt ihr nämlich ein goldenes Werkzeug drauflegen und Pekka-Punch Stufe 3. Jetzt ist die Waffe stärker, als wenn ihr die ganz normal auf Stufe 3 machen würdet. Die macht fast jeden Zombie One-Shot, außer die gepanzerten. Für die braucht ihr dann zwei Schüsse. Ihr seht selbst, Leute, die Waffe macht mehr Damage, als sie normalerweise macht. Aber das ist noch gar nichts zu der Waffe, die ich euch jetzt zeigen werde, weil die ist wirklich unfassbar overpowered, Leute. Hierbei handelt es sich um die neue Wunderwaffe VR11 und wie ihr seht, habe ich meinen ersten Waffenslot gedroppt, sodass die VR11 auf dem zweiten Waffenslot ist. Und ihr wiederholt das Ganze, geht in den Jugger rein und wartet, bis der Timer abläuft. Und hier könnt ihr dann wieder ein goldenes Werkzeug und Pekka-Punch Stufe 3 drauf machen. Und jetzt achtet mal bitte, was für einen unfassbaren Damage diese Waffe macht. Ich habe jetzt einen Bounty hier angenommen und hier habe ich einen Mega-Scheusal. Und ihr seht, Leute, mit einem Schuss ist fast die Hälfte weg. Und achtet mal jetzt drauf, wenn er wieder seinen Mund aufmacht und den zweiten Schuss kriegt, was mit ihm passiert. Genau, Leute. Und zwar beim zweiten Schuss ist der schon down. Und keine andere Waffe legt diesen Mega-Scheusal so schnell wie diese VR11. Nicht mal der Junge hat eine Chance, er kriegt einen Schuss und ist direkt weg vom Fenster. Hier noch einmal mit dem Mega-Scheusal. Wie ihr seht, Leute, ich brauche wirklich nur zwei Schüsse. Ich warte, bis er seinen Strahl abfeuert, schieße ihn einmal in sein Maul rein und sobald es wieder rot leuchtet, hier schieße ich nochmal rein und er ist tot. Mit ganzen zwei Schüssen habe ich den Mega-Scheusal gelegt. Das ist wirklich unfassbar, Leute. Jetzt zeige ich euch nochmal den Jünger. Der geht auch relativ fix down, Leute. Ich habe den beim ersten Schuss nicht getroffen. Jetzt muss ich hier ein bisschen abhauen wegen den Zombies. Nimmt am besten eine Täuschgranate mit und ihr seht, ich habe ihn fast One-Shot gemacht. Mit nur einem Schuss. So Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ein Like da lassen, Kommentar schreiben. Und falls ihr noch kein Abo auf diesem Kanal habt, könnt ihr das an dieser Stelle gerne ändern, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den aktuellsten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.